Willkommen zurück zu Tales of Crisis F. Wir sind hier im Guardia-Schacht, dem letzten Dungeon des Spiels. Ich kann mich hier teleportieren, okay. Den letzten Dungeon der Hauptgeschichte. Hier komme ich nach oben wieder. Okay. Was bist du für ein Ding? Warum stehst du einfach nur da? Okay. Dullahan. Wer oder was bist du? Warum bist du hier? Warum bist du hier zweimal? Und was willst du von mir? Warum muss ich jetzt gegen dich kämpfen? Gut, meinetwegen. Mal gucken, was das hier wird gegen die beiden. Bin gespannt. Sieht auf jeden Fall nach einem einfachen Kampf aus. Momentan zumindest. Also einer von den beiden ist schon mal tot gleich. Sehr schön. Aber wie viel hier einfach durch die Luft explodiert. Ich liebe das einfach in diesem Spiel. Es ist so... Ach ja. Großartig. So. Aber warum... Warum ist er jetzt hier? Oh, hat er geschafft. Sehr schön. Und wer ist das überhaupt? Laras Freundin und Adam hat hier auch gemeistert. Sehr schön. Und weg ist er. Bin ich jetzt hier richtig oder ist der Weg nur optional? Das weiß ich halt nie. Mann, ey. Mach mal das hier. Du bist damit auch nicht fertig, warum auch immer. Und ihr seid dabei. Sehr schön. Ich gehe erstmal weiter hier. Wir finden bestimmt noch raus, ob der Weg optional ist oder nicht. Ich hoffe einfach, jetzt wartet hier eine schöne Schatztruhe auf mich und gut ist. Und ich kann wieder zurück und den Teleportweg nehmen. Oh. Aber das Battle-Theme hier ist ziemlich cool. Ist ja neu. Der Track hat noch nie im Spiel zuvor gespielt hier. Und das finde ich ziemlich cool. Dass sie wirklich so viele eigene Tracks für die ganzen Gebiete kreieren. So. Ist auch definitiv, glaube ich, echt mein liebstes Battle-Theme aus dem Spiel. Wobei. Ja, über die Frage müsste ich sehr lange nachdenken, ehrlich gesagt. Das kennen wir schon. Ich habe gedacht, das ist das neue, aber ja, das kennen wir schon. Oh, please! Jedenfalls, ich mag das erste Battle-Theme, beziehungsweise die Erwachsenen-Version davon, auch sehr gerne. Und das Strata-Battle-Theme ist auch ziemlich cool, aber ich mag es halt nicht so sehr wie andere Tracks im Spiel. Einfach, weil Juberton Mystic Art macht, gut. Einfach, weil, ja, der Track halt sehr auf Strata und die Wüste ausgelegt ist, aber ich ganz ehrlich finde, dass die anderen Tracks besser sind. Allgemein, die späteren Gebietstracks sind einfach sehr auf die Gebiete ausgelegt. Ja, in Fendel passt eben auch nur in Fendel rein, sag ich mal. Der würde nicht... Ja, ist gut, Hubert. Der würde jetzt nicht hier passen. Aber der passt halt voll in diese eisige, kalte, isolierte Situation von Fendel. Ich mag den Track sehr gerne, aber... Ja, er passt einfach nicht überall rein, zum einen oder zum anderen. Ist er nicht so ultra geil wie andere Tracks im Spiel. Und der Track hier ist eben schon ziemlich cool. Oh Gott, jetzt geht hier noch weiter mit zwei Teleportern. Was ist denn los mit dem Spiel? Trank des Lebens. Ja, habe ich leider voll. Okay, nehmen wir erstmal den unteren. Und ich muss dran denken, wir haben noch den Teleporter. So, der führt mich scheinbar in eine Sackgasse, sehr gut. Wo hinten scheinbar irgendein optionaler Boss ist oder Zwischenboss, keine Ahnung. So. Gucken wir mal, was wir hier gleich vorfinden werden. Ah, die Kämpfe sind so geil einfach. Vor allem, seit ich jetzt wieder eingespielt habe.
Weil die erste Zeit, nachdem ich nach meiner Pause wieder gespielt habe, war ich ja ziemlich scheiße im Kampfsystem. Aber jetzt habe ich mich langsam wieder eingespielt und bin schon relativ gut, würde ich sagen. Wieder. Also, ich bin definitiv kein Pro in dem Spiel, das ist klar. Es gibt Leute, die gehen so viel mehr ab als ich. Die hauen da ein Art nach dem anderen raus und mega die Gage weg. Nein, oh! Mega die Kombos und was weiß ich. Und ich mache halt hier meine kleinen Angriffe, aber mehr auch nicht. Und ja, trotzdem finde ich, ich bin ganz annehmbar in dem Spiel. Kann mich ja wieder heilen, bitte. Das wäre voll episch. Da hätte ich absolut nichts gegen. Machen sie auch scheinbar gerade. Dankeschön. So. First Aid! So. Dann noch dieser komische Schnapper-Golem. Alles klar. I don't ask. Ey, jetzt noch die, die wir auch aus dem Kolosseum kennen. Bloß ein bisschen schwächer. Ey, stärker meine ich. Wir sind Kolosseum waren schwächer. Cool. Oder halt sehr ähnliche Gegner, wie auch immer. So, das kennen wir auch schon. Doch, Hubert, das wird sie weiterhin machen. So, was bist du jetzt? Der Arithmos-Kern kann hier angebracht werden, okay. Hi. Was? Abyssion. Ist das jetzt eine Anspielung an Tales of Symphonia, an Abyssion oder so? Diesen mega starken optionalen Boss. Oh Gott, der hat 106. Ach du Scheiße. Mal gucken, ob wir den hinkriegen. Ich bin gespannt. So. Sophie, bitte heile mich. Dankeschön. Wäre sehr schön, wenn wir jetzt möglichst in unserer Mystic Art machen können. Aua. Ah ja, das. Da, so soll es sein. Genau so soll es sein. Wenn einfach alle ihr Zeug raushauen. Ah, guck mal, das ist schön. So, einmal schön anstürmender Hieb. Und los geht's. Beziehungsweise weiter geht's. Death by Moonlight. Ja, noch 32.000. Oder ist das eine Anspielung an Tales of the Abyss, wo ich gerade Abyss rausschreien höre, weil Abyssion, Abyss, keine Ahnung. Aber, ach, ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. So. Aua, aua, bin gestorben, kann mich wiederbeleben bitte. Sharia, bitte mach schnell, bitte mach schnell. Oder Sophie, danke schön. Wie fährst du noch? Ja, okay. Gefühlt nix. Und tschüss. Oder auch nicht. Jetzt. I must continue. Argo Iris. Was ist das denn? Argo Iris. Objekte. Dichtes Prisma-Leuchten verströmt des Cryers. Zur Wiederherstellung göttlicher Macht benötigt. Okay. Cool. Was auch immer ich damit anfangen kann. Vielleicht ein Anfrageobjekt irgendwann später oder so. I don't know. Gut, und jetzt gehen wir mal hier runter, weil das ist scheinbar auch eine Sackgasse, würde ich sagen, oder? Hier ist eine Wand. Is that a wall? Oh, nuts. We can't get past it. Sophie? Hey, how did you get through? We can pass, but we have to work together. Okay, let's give it a shot. Ah, what's happening to my head?
Lambda. Playing with your blocks again, are you? That's a good boy. Are you happy to be praised like that? If so, then you should smile like this. I know it feels strange at first, but in time you'll learn how to smile on your own. Director Cornell. Ah, hello there, Emerald. Sir, I've been thinking, and I believe your methods are mistaken. We're to study Lambda's abilities, not to shape his moral fiber or aesthetics, and that's all we're tasked to do. I believe proceeding with such a plan will inevitably raise a number of grave ethical concerns. Ethical concerns? So you consider it unethical? For me to teach this child how to laugh, or even if I show him what it means to cry? Of course it's unethical. The point remains, this body was provided merely as a convenience for our continued research. A body may influence a soul just as a soul can shape a body. Just look at the child. Every day he becomes more and more human. To tell you the truth, I have a great number of things in store for this interesting young boy, Emerald. I think he may well be the first of his kind to transcend the bounds of humanoids and become a new kind of being. He is indeed nothing less than the hope of our future personified. Huh. Lambda here has a good many things yet to learn, and I want him to grow up, to be a healthy and carefree young boy. Yes, he should live as nothing less than human. Did everyone just see that? That was the research institute on Phodra, right? I believe we saw part of the same vision there. It wasn't just Lambda. Emerald and that man from the institute's records were there too. I don't understand. How could we share a vision like that? It may be because Lambda is trying to merge with this world. Yeah, well, I don't think it was harmful or whatever. Everybody still feel okay? No problems here. I've been thinking about that vision ever since we saw it in the Institute. I guess I'm surprised that Lambda would smile like that. We can't discount the possibility that the vision is a trap of some kind. There could be trouble ahead. Let's move fast, but watch our steps. He did smile. Didn't he? Why did Richard choose to be with you, Lambda? Just what are you? Okay, da wir jetzt hier eine Vision hatten, bin ich mir ziemlich sicher, dass das der richtige Weg sein wird. Deswegen gehe ich nochmal zurück zu den Teleporter und nehme den erstmal, bevor ich hier weitergehe. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant und auch ziemlich cool, wie ich finde. Ich mag allgemein dieses Prinzip, dass man einen Dungeon durchschreitet und je weiter man kommt, immer mehr Informationen bekommt, sag ich mal. Wie hier, jetzt eine Rückblende über Lambdas Vergangenheit. Und das finde ich einfach cool. Ja, man hat diese Szene quasi schon mal so ein bisschen angedeutet gesehen gehabt, wo Cornell und Lambda da gespielt haben und Lambda eben gelächelt hat. Haben wir ja schon mal teilweise gesehen gehabt. Und wie gesagt, ich finde das einfach richtig cool, zum einen mehr über Lambda zu erfahren, über seinen Charakter. Ach, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ach so. Ah,
okay, alles klar, das hat halt einiges. Hätte ich jetzt einfach mal sofort probiert, das teleportieren. Ja, okay, stimmt. Die müssen ja auch irgendwie einen Weg zurück, ja, design. Da gibt's schon Sinn, okay, alles klar. Weil man hätte ja nicht einfach wieder den Weg nehmen können, weil dann würde man ja die Reihenfolge falsch machen oder aufs blaue Feld kommen und dadurch dann, ja, den Kampf auslösen. Das ist klar, okay, alles klar, gut. Vollkommen logisch. Das wusste ich nicht, dass das ein Rückweg ist. Aber ja, jedenfalls, ich finde das einfach ziemlich cool, wie man eben Lambdas Vergangenheit dadurch sieht. Das ist einfach eine ziemlich coole Methode. Da muss ich direkt wieder an Tales of Berseria denken. Weil da gab es auch so einen Dungeon, wo man quasi, mit Mixer hat es gestiegen, sehr schön. Oh, guck mal, da hat jetzt die Farbe gewechselt. Dadurch, dass er jetzt immer mehr Sachen herstellt, wird der auch immer wieder viel voller, sag ich mal. Also wir bekommen mehr Kapazität und so. Jedenfalls, ja, was ich sagen wollte, ich kann mal ganz kurz einen Slot davon überlegen. Einfach mit irgendeinem Item, was ich herstellen möchte. Ja, brauche ich davon irgendwas? Oh, ich weiß es nicht genau. Ich von diesen Kristallen noch was brauche. Irgendwann. Klarer Kern, den können wir noch mal brauchen. Irgendwann vielleicht. 180 Elf braucht das. Oh Gott. Aber jedenfalls, ja. Wie gesagt, Tales of Berseria hat da auch so einen Dungeon, wo man quasi durchläuft. Und immer was von der Vergangenheit einer Person sieht. Und ich mag dieses Prinzip einfach. So, ja, wir nehmen das mal. Prinzipiell ist es natürlich besser, einen Charakter vorzustellen und zu zeigen, indem man wirklich mit dem interagiert und nicht nur irgendwie Rückblenden hat. Aber ich meine, wie willst du es bei Lambda jetzt hier in dem Falle machen? Deswegen finde ich das mit den Rückblenden eigentlich ziemlich gut gelöst, muss ich sagen. Heiliger Trank wegwerfen, haben wir genug. Oh Gott, da unten. Guckt euch das mal an. Oh Gott, ich glaube, ich werde gleich weinen. Jedenfalls finde ich das mit den Rückblenden echt gut, ganz gut gelöst. Weil man eben so wirklich eine Möglichkeit hat, ja, zu verstehen, warum Lambda das eventuell alles macht, was so sein Ziel dahinter ist. Bisher dachte man vielleicht, ja, Lambda ist einfach nur irgendwie böse, weil er böse ist, aber seit wir da im Forschungslabor waren und schon die ersten Szenen mit Cornell und Lambda gesehen haben, hat man sich schon so gedacht, okay, der steckt wahrscheinlich ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur, dass er böse ist, weil er böse ist oder so. Und jetzt hier durch diese ganzen Szenen, lernt man einfach mehr kennen. Aber jedenfalls, ja, in Tales of Berseria gab es halt auch so eine Szene, wo man, oder so ein Dungeon, wo man, wie gesagt, durchläuft und im Laufe des Dungeons immer mehr über einen Charakter herausfindet. Auch über Rückblenden. War da nicht Symphonia auch sowas irgendwie in der Art? War das nicht auch im letzten Dungeon so, oder verwechsel ich das gerade? Ich habe das verwechselt, oder? Ich weiß echt nicht mehr, wie das in Symphonia war. Leute, wie war das nochmal in Symphonia? Ich habe gerade keinen Plan mehr, so wirklich. Nicht Arzttitel. Ich möchte Symphonia echt mal durchspielen, da habe ich eigentlich auch voll Bock drauf. Nicht als Let's Play, nur so für mich privat. So, zeig mal her. Hier, ausleuchten das Schwert. Level 3. Ich habe Level 2 übersprungen? Halt im LF-Schub in der Combo L1 für totales Chaos. Ja, und woher weiß ich, wann ich das halten muss? Also, wie löse ich jetzt das aus und wie das hier? Wahrscheinlich, wenn die Combo höher ist, oder? Habe ich echt das Level 2 Art übersprungen? Wenn ja, wo zum Teufel ist das? Welchen Titel brauche ich, um das Level 2 Art zu bekommen? Ich hinterfrage das einfach nicht. Wo zum Teufel ist das Level 2 Art? Hier unten wird es wohl kaum sein irgendwo. Ach, egal. Hinterfragen muss einfach nicht. Von hier kam ich jetzt, oder genau von da. Und hier unten war noch eine Truhe, oder? Genau. Ich habe jetzt gerade durch den Kampf und durch das Menügewusel wieder voll vergessen, wo ich schon war. Sorry.
Woher zum Teufel weiß man jetzt, wann man welches Art benutzt? Egal, werden wir schon noch sehen. So, kannst du bitte... Dankeschön. Oh, bisher finde ich den Dungeon vollkommen okay. Buch der Stärke, sehr schön. Ich weiß echt nicht... Ich habe schon gehört, dass er nervig sein soll. Bisher sehe ich das nicht. Da war der aus Berseria viel schlimmer zum Beispiel. Oh Mann. So, das Ding ist, ich könnte Symphonia sogar nochmal auf der PS3 durchspielen. Aber mein Let's Play habe ich ja mit der PC-Version gemacht. Aber ich habe mir ja die Version gekauft von... Ups. Ich habe gar nicht gehalten, hä? Ach, egal. Ich habe mir die Version gekauft von Crasis, wo auch Symphonia und Symphonia Chronicles dabei... Also wo Symphonia Chronicles dabei ist, also Symphonia 1 und 2 halt. Und ich könnte in der Version eben Symphonia nochmal durchspielen, prinzipiell. Und da auch ein paar Titel und Trophäen und sowas holen. Und in der Version werde ich dann auch irgendwann Symphonia 2 durchspielen. Aber wie gesagt, das hat noch Zeit. Mein Plan für den nächsten Tales of LPs ist ja, wie schon mal gesagt, jetzt hiernach dann Berseria zu machen, auch wenn das noch eine Weile dauern wird, weil ich glaube, das Spiel hat ziemlich viel Postgame-Stuff, weil ich weiß, durch die Version sogar noch mehr, kam ich von hier, ich muss noch ganz kurz gucken, ich bin wieder dumm, sorry. Ja genau, von hier kam ich. Durch die PS3-Version kam sogar noch ein bisschen mehr Postgame-Stuff hinzu, weil ich weiß. Und deswegen wird das LP wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Auch wenn man mal so guckt in die anderen Let's Plays, die es so gibt, da haben die Let's Plays auch meistens so 150 Parts. Das sind auch so bei Part 100 ungefähr an dem Punkt, wo ich jetzt bin, im Guardia-Schacht eben. Ich habe mal nach dem letzten Part geschaut, weil mich interessiert hat, wie lange das hier dauern wird. Oder, ich war halt nur so durch die Titel der Parts durchscrollen, zu gucken, wie lange es eben dauert bis zum letzten Bosskampf ungefähr. Und da habe ich mir gesehen, dass viele Let's Plays wirklich noch sehr lange gingen nach dem Finale hier. Und deswegen schätze ich mal, werden wir auch noch eine Weile brauchen, bis wir hier durch sind mit dem Dungeon. Beziehungsweise mit dem Spiel. Genau. Nicht mit Dungeon, sondern mit dem Spiel. Allgemein. Hier ist ein Safe Point. Okay, das ist sehr schön. Überglücklich. So even Lambda smiles. When I was a kid, everyone was always all, oh, there goes that smiling Pascal again. Not me. When I lived in Strata, I was known as the child who never smiled. You don't smile now either. I suppose I can't really deny that. But nonetheless, I was still shocked to see Lambda smile. I didn't think he was capable of it. What may have prompted him? Maybe he just felt like it. That's not an answer. How should I know? It's just when I see someone smile, I feel good. So maybe it was something like that. Does that mean you'd like to see me smile? No, not really. I had a feeling you'd say that. Er hat halt gelacht, weil Cornell das zu ihm gesagt hat. Aber, ja, ist ja auch irgendwo klar, dass Hubert... Ich denke mal, hier ist der optionale Weg, weil... Nee, wahrscheinlich nicht. Ich schätze mal, das hier ist der richtige Weg. Ich dachte halt bloß, weil der Save Point da oben ist, dass da optional ist. Aber jedenfalls, ja, ich kann Hubert verstehen, warum er als das Kind bekannt war, was nie lacht, weil... Er wurde aus einer Familie gegeben und wurde von irgendeinem anderen Typen, mach ich jetzt so ein Golem, von irgendeinem anderen Typen adoptiert, den er vorher eigentlich gar nicht kannte. Und ja, hat sich so ein bisschen wahrscheinlich auch von seiner Familie verraten gefühlt, zum einen. Und zum anderen, ja. Wie gesagt, vor allem eben durch die Kindheit, die er nicht mit seinem Bruder zusammen verbringen konnte. Oder nicht mehr verbringen konnte. Hat er sich wahrscheinlich so scheiße gefühlt, deswegen einfach kaum gelacht. Ich kann ihn ja voll verstehen irgendwo.
Machen wir, Charia, machen wir. Zumindest versuche ich das. So, jetzt gehen wir mal in den Kampf gegen den Golem. Hallöchen. Arimoskern, ja. Was? Destinieren, okay. Damit wahrscheinlich das vorhin auch eine Anspielung an Abyss gewesen sein, weil Destiny, Tales of Destiny ist ja auch ein Tales of Spiel. Und wenn der hier Destinion heißt, würde das wahrscheinlich irgendwie damit zusammenhängen. Oh mein Gott, den machen wir noch viel mehr fertig als den ersten. Aua. Noch jetzt so viel dazu. Okay. So. Aber die machen wir ziemlich fertig auf jeden Fall. Das ist krass. Boah, der Arme. Wie er voll kaputt gemacht wird. Aua. Die kann sich einfach gar nicht mehr wehren. Voll krass. Und genau für sowas liebe ich das Kampfsystem des Spiels einfach. Genau für sowas liebe ich das Kampfsystem. Nicht dafür, dass Jubilets tot ist, aber dafür, dass wir solche Kombos machen können, sag ich mal. Oh Gott, LF Ende. Uncool. Jubilet, geh weg da, du Depp. Okay. Willst du mal sterben jetzt gleich so? Wäre voll cool von dir, weißt du das? Ja. Sehr schön, was bekommen wir jetzt für den Kampf? Allwaffenfäuste. Eine Waffe diesmal. Dann ist vielleicht vorhin das, was wir bekommen haben, das Ding, um das Schwert wieder ganz zu machen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das eventuell, ja, die beste Waffe ist. Ihre SK gehen zwar runter von 9, also von 11 auf 9, aber ihre Maximalen gehen hoch, deswegen finde ich die eigentlich echt besser. Und auch allgemein die ganz anderen Werte gehen hoch, deswegen macht das schon Sinn für mich irgendwo. Gut, weiter im Text. Hier nach unten. Und jetzt bin ich gespannt, wie dieses eine Rätsel dort werden wird. Ich habe vor dem echt ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Weil das mega anstrengend aussah. Also mit den Rätseln haben sie es teilweise echt übertrieben. Sandschall-Heroin. Oh, geht doch nicht auf die Nerven, die Kackgegner. Ohne Mist, ey. Was soll das denn? So. Aber ich hatte, bevor wir Tales of Symphonia durchspielen, Tales of Symphonia 2 durchspielen, ich habe vorhin... Ah, das kennen wir auch schon. Ich war vorhin schon mal über die nächsten Tales of LPs geredet. Wie gesagt, nachdem hier mit Berseria erstmal kommen. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder eine Umfrage machen, ob ihr als nächstes Vesperia oder Symphonia 2 haben wollt. Aber wahrscheinlich Vesperia, weil das kam auch davor bei der Umfrage viel besser raus. Jedenfalls ja, wahrscheinlich Vesperia erstmal und dann auch Symphonia 2 und dann mal gucken, was wir danach machen werden. Aber das sind, also wie gesagt, die drei Projekte, bei denen ich am meisten angefragt wurde, wann die kommen aus der Tales of Serie. Und wie gesagt, wenn wir die drei abgeschlossen haben, lässt sich über die anderen Spiele noch reden. Danach kommt wahrscheinlich Xillia, einfach weil Xillia mein liebstes Tales of Spiel ist. Und ja, ich es deswegen unbedingt bringen möchte. Aber mal gucken, vielleicht ändere ich meinen Planer komplett. Wir werden es sehen. Ja, definitiv, Sophie. Was war das für ein Geräusch, WTF? Das klang ein bisschen kaputt. Ich habe, by the way, keine Ahnung, wo zum Teufel... Ah, okay, haben es verkackt, super. Wo zum Teufel hier noch Truhen... Da oben ist eine Truhe zum Beispiel. Wo zum Teufel hier in diesem riesigen Feld Truhen sind. Ist aber überhaupt nicht nervig, hier durchzulaufen, ohne Mist. Es ist ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich dieses Rätsel hinkriegen soll. Weil es so anstrengend aussieht. Ich habe auch keinen Plan, wie lange der Dungeon hier eigentlich ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir drei Visionen von Lambda sehen werden.
Und dann ist der Dungeon wahrscheinlich vorbei, schätze ich mal. Und wir haben den finalen Bosskampf vor uns. Und vor dem habe ich ehrlich gesagt echt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh Gott, mal gucken. So, zurück zum Anfang. Es ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Also bis hierhin hat man ja bloß einen Weg. Jetzt kann man sich aussuchen, wo man lang geht. Das ist am sinnvollsten. Da oben haben wir eine Truhe. Okay. Die kann ich ja ganz einfach holen. Sehr schön. Oh Gott, geh doch weg! Warum lebst du, du Gegner? Fucking Elefanten. Aber ich will jetzt übrigens auch nicht sagen, dass dieser Plan von den nächsten Tales of Projekten in Stein gemeißelt ist. Vielleicht ändert sich ja alles komplett. Und es kommt ja auch schließlich Tales of Arise demnächst raus, nächstes Jahr. Deswegen, das will ich natürlich auch zum Release-Cycle Let's Playen. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, das kennen wir auch schon. Jedenfalls, wie gesagt, muss ich mal gucken, wie ich das mit Tales of Arise hinkriege. Ey, das ist auch unfair. Hier kann man ja gar nicht anders vorgehen. Egal. Wie gesagt, Tales of Arise hat Vorrang vor den anderen Spielen. Ich denke mal, Berseria kriegen wir noch durch, bevor Tales of Arise rauskommt. Aber dann mal gucken. So, hier viel Spaß damit. Und dann noch du, mein Freund. Okay, gefährliche Flüssigkeit. Mal 2, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das Rätsel heute noch probieren soll. Einfach aus dem Grund, weil der Part schon ja länger ist. Nee, das machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Wir haben schon mal ein paar Truhen geholt. Im nächsten Part geht's hier weiter. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.